Yo Leute, was geht ab, euer Beats? Heißt euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Minecraft-Videos, zu einer weiteren Folge einer coolen Sache. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn es losgeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Schreibt mir Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Lasst dem Video gerne meinen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr nicht verpassen wollt. Da kommen nämlich jeden Tag Videos hier auf meinem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Viel Spaß! Und zwar, liebe Freunde, sind wir jetzt hier in einer Runde Skywars und müssen uns, Moment, das muss ich jetzt ganz schnell suchen, genau, das MLG-Kit auswählen. Haben es ausgewählt, werden es jetzt hoffentlich auch bekommen. Jawohl, wunderbar. Und jetzt haben wir hier sehr gute Sachen für einen coolen MLG-Start, meine lieben Freunde. Und zwar wird das Ganze so aussehen, dass ich damals einmal, oder jetzt will ich so aussehen, aber ich habe damals mal sowas gemacht und da habe ich dann in einer Runde Skywars mich ganz hoch gebaut, so hoch es ging war das sogar, glaube ich, damals, und bin dann quasi dort oben noch höher geflogen, indem ich mir ein MLG gebaut habe, ein TNT-MLG. Und ja, heute hatte ich den Plan, das Ganze gleich zu machen, nur nicht ganz oben, sondern ganz unten. Das heißt also, ich werde mich irgendwie mit einem Wassereimer runter bauen oder generell runterkommen irgendwie und mich dann mit einem MLG hochboosten. Das wird hoffentlich irgendwie klappen. Wenn, dann wäre es auf jeden Fall cool. Ich kann mich zum Beispiel hochboosten und dann mit einer Enderperle, die ich jetzt habe oder so, kann ich noch was anderes machen. Deswegen wird hoffentlich klappen. Ich muss nur schauen, dass ich es irgendwie schaffe, wieder einen TNT-Boost aufzubauen. Das ist jetzt nämlich schon eine Weile her, als das Ganze so in war und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die Zeit, wo man dann einfach halt, ne, die ganze Zeit MLGs gebaut hat und so. Da gab es ja diese Zeit, wo das sehr beliebt war und wo das auch viele gemacht haben. Und deswegen muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt noch schaffe. Erstmal gehe ich in die Mitte und werde mich dann irgendwie runterbauen. Genau, die Mitte ist da in die Richtung. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache jetzt auch kein Fast Bridging, kein Risiko, kein nichts. Ich will nämlich unbedingt in die Mitte kommen. So, jetzt brauche ich neue Blöcke. Hiervon habe ich zwei und dann habe ich noch ein paar Steine. So, und das war die Erklärung, die jetzt, ja, da war. Also, wir haben hier das Ding. Und in der Mitte ist, so wie es aussieht, noch gar keiner. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt vielleicht nicht direkt drunter hergehen und das machen, sondern eventuell kurz oder ein bisschen daneben, so wenn ihr wisst, was ich meine. Ich setze da mal jetzt Wasser hin. Oder soll ich... Ich gehe erstmal in die Mitte und schau mal. Moment, ich gehe erstmal in die Mitte und schau mal. Hier sind nämlich noch Kisten, ob ich da irgendwas rausbekommen kann, was ich noch nicht habe. So Eier oder so sind ja immer ganz beliebt. Und ich kann mir generell noch ein bisschen TNT und Blöcke mitnehmen. Okay, hier so eine Chestplate ist natürlich auch nicht schlecht. Und jetzt habe ich genug Stuff. Jetzt muss ich nur schauen, weil jetzt wird mir ja ein MLG nichts bringen, dass ich mich irgendwo hin boosten kann, wo auch ein Gegner ist. Ne? Also da oben sind zum Beispiel welche. Lol. Er ist runtergeflogen. Oh, ist er noch im Wasser? Er ist noch im Wasser. Er hat sich gerettet. So, und der kommt jetzt hier hin, oder was? Okay, dann würde ich sagen, baue ich mich schon mal runter. Wir legen los, Leute. Wir starten das Ganze jetzt. So, Wasser wieder mitgenommen. So, jetzt geht's ganz tief runter, ganz tief runter. Ich muss schauen, dass ich es schaffe, in der Zeit hier so eine kleine Dingens zu bauen. So eine Barriere. Wir müssen nämlich wirklich ganz tief runter. So, das Wasser kommt ja schon von oben, wenn ihr wisst, was ich meine. So, sollte das reichen? Ich glaube, das reicht. Komm. Okay, die Höhe sollte reichen, oder? Oder noch ein bisschen weiter runter? Ne, wir machen es erstmal so. Wir haben ja beim letzten Mal ein Haus hier drunter gebaut. Und heute halt ein MLG, ne? Ihr könnt weitere Ideen einfach in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas habt, was wir machen können. Und dann werde ich es beim nächsten Mal vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das klappt oder so. Es ist natürlich keine Variante, die jetzt krass gut ist. Also wo man dann sagen kann, Alter, damit gewinnst du instant oder so, ne? Also wenn ihr wisst, was ich meine. Aber es ist trotzdem eine coole Variante. Man setzt hier ein kleines Teil hin und setzt dann darüber eine Druckplatte. Und wenn man dann da drauf geht, sollten die auseinander runterfallen. Ich glaube, das war das, was ich immer gemacht habe. Jetzt müssen wir nur warten, bis da irgendjemand hinkommt oder bis einer gleich in der Mitte ist oder so. Hm, das kann ein bisschen dauern tatsächlich. Und wenn das dann nicht klappt, also wenn keiner hier hinkommt, dann werde ich den letzten einfach so töten, dass ich den MLG trotzdem ausnutze, aber dann eine Enderperle benutze, um mich dorthin zu porten. Dann hat das MLG ja trotzdem was gebracht. Also Ziel ist es, einen coolen Kill hinzulegen und da kommt schon einer. Oh mein Gott, da kommt einer. Ich weiß noch nicht, wie er kommt. Oh, er kommt mit einer Enderperle. Er hat verworfen. Ja, er hat verworfen. Okay. Nice. Hast du noch eine? Hallo. So, er kommt, er kommt, er kommt. Er ist, glaube ich, kein schlechter Spieler, so wie es aussieht. Aber das war lustig, das war lustig. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. So, dann ist er jetzt wahrscheinlich gleich da. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Okay. Da, 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 da. Und spring hoch! Notiz an mich selbst. Wirf eine Enderperle entweder auf den Boden oder benutz Wasser, um dich aufzufangen, Beats. Sorry.
Ich bin gerade davon ausgegangen, dass ich ihn tatsächlich mit der Enderperle treffe, was sehr, sehr schwierig war. Ich hätte noch ein bisschen warten müssen, bis er tatsächlich dann auch landet oder bis er in der, auf der mittleren Plattform ist oder so. Okay, ich bin jetzt auf einer anderen Map. Dort hinten ist allerdings jemand. So, das heißt, ich kann jetzt einfach mal starten, würde ich sagen. So, ich baue jetzt mal schnell rüber. Es leben noch ein paar andere, also viele eigentlich noch. Ich weiß jetzt nur nicht und ich hoffe, dass keiner kommt. Verflucht nochmal. Bau schneller, Beats, bau schneller. Woo! Okay, so, das sollte jetzt erstmal reichen. Okay, schnell Luft schnappen. Und jetzt baue ich mir hier eine kleine Plattform hin. Und dann sollte es auch schon klappen. Also jetzt sollte eigentlich langsam das Ganze hier wegfließen, das ganze Wasser. So, ich habe mich natürlich perfekt in die richtige Richtung gebaut. So, das ist schön, dass Wasser immer mitfließen kann und dass genau sowas dann passiert. Oh, bitte lass mir doch wenigstens die Zeit noch, hier das schnell auszuprobieren. Nein, wenn wir jetzt runterfliegen, wäre das nämlich sehr, sehr ärgerlich. Oh nein, ich wusste... Oh, Alter, mein Mikro ist runtergeflogen. Scheiße. Oh nein, und er setzt TNT. Bitte nicht. Nein! Okay, also, nächster Standort, nächster Punkt, an dem wir es ausprobieren werden. Diesmal von unserer Base aus, also mal zur Abwechslung, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Weil neben uns noch einer war, das habe ich, ja, gesehen. Das habe ich sehr gut sogar gesehen. So, dann kommen wir jetzt aus dem Nichts von unten. Stell dir mal vor, ihr spielt so ganz normal, ihr denkt euch nichts Böses. Und dann kommt da irgendein Typ von unten angeflogen. Ja, so wird das jetzt für ihn sein. Wir bauen nämlich hier TNT hin, hier TNT hin, hier TNT hin, hier TNT hin. So wie gerade. Und jetzt nehmen wir natürlich auch einen Wassereimer, mit dem wir uns retten werden. Zur Sicherheit noch wurfbare Tränke der Heilung oder sowas. Okay, und dann werden wir ihn jetzt von hinten begrüßen. Mal schauen, ob es klappen wird. So, weitere Fallen oder so. Sollt, müsst und könnt ihr mir natürlich rein... Fragt mich nicht, warum ich das jetzt hier hingebaut habe und warum ich gerade nach vorne gesprungen bin. Ich weiß, man soll einfach nur stehen bleiben und fliegt hoch. Aber ich weiß, es ist immer so verlockend. So, wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt ist da irgendwo oben einer. Ja, da sind sogar zwei. Oh mein Gott, das müssen wir jetzt schnell ausnutzen. So, jetzt bleibe ich einfach nur stehen. So, Wassereimer sind parat. Oh. Jemine. Okay, Leute, also ich kann mir jetzt nicht erklären, was da gerade passiert ist. Keine Ahnung. Aber gut, wir haben eigentlich genau das gleiche gemacht, was wir davor schon gemacht haben. Oh, da ist ja einer. 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 Lauf rein in mein Spinnennetz. Das fließt jetzt aber auch schon runter. Und der Typ wirft Hühner auf mich. Er wirft Hühner auf mich. Und was passiert? Oh mein Gott, Moment, schnell das Ding hier setzen. Oh, jawohl. Da spawnen einfach welche. Crazy, crazy, crazy. Okay, so, Huhn, ja, fliegt jetzt runter. Okay, tschüss. So, und jetzt machen wir uns hier unsere schöne Burg aus TNT, meine lieben Freunde. Und schauen dann und gucken mal, hoffentlich, dass es jetzt auch mal funktioniert, mal wieder. So, okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Schade, zum Glück habe ich eine Spitzhacke dabei. Man kann irgendwie von hinten angreifen oder dass, wenn man da auf diese Plattform kommt. Wir haben ja zwei Dingens am Start, zwei Enderperlen. So, hoffen wir mal, dass ich jetzt hochgeboostet werde. Was ist denn los? Wieso klappt... Da oben ist doch ein Typ. Die Frage ist, unser MLG hat bis jetzt sowas von nicht geklappt. Wieso sollte es jetzt klappen? ja, das frage ich mich gerade tatsächlich. Also, no joke. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Flieg runter. Da. Oh, jawohl, da ist er down. Sehr nice. Okay. Hä, aber bin ich doof? Oder war das gerade genau dasselbe? Ich mache doch nichts falsch. Der T-Boost war immer so. Ich habe den immer so gemacht. Ich habe gerade, also ich habe wirklich alles probiert. Ich bin hochgesprungen. Es hat alles nicht funktioniert und es explodiert. Ich bin dann doch nicht mehr hochgesprungen. Hat nicht funktioniert. Dann doch das, dann das, dann das, dann das. Ich habe alles ausprobiert und irgendwie klappt der Boost nicht mehr. So, jetzt ist das Problem. Also das Problem ist, ich habe keine Enderperle mehr. So, bis dahin wird es schwierig. Also das wird echt knapp. So, also wir bauen ihn jetzt noch einmal auf. So, kein Problem. Und jetzt ist der Typ immer noch da oben. Okay, er läuft da rumherum. So, wir schauen einfach mal, dass wir jetzt irgendwie hochkommen. Das muss doch irgendwie klappen. Ja, ja, endlich, endlich und... Ja, das hat auch geklappt. Okay, so, jetzt sind wir hier oben. Und der Typ hat uns aber gesehen. Das ist ein bisschen schlecht gelaufen. Oh nein, jetzt müssen wir wegrennen. So, ich laufe immer noch weg. Oh mein Gott. Lava. Jawohl, er ist drin, er ist drin, er ist drin. Er brennt immer noch. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Er ist gelieft? Was? Ja, die Taktik hat tatsächlich geklappt. Woo, Beats, du bist der Beste. Okay, die Taktik hat jetzt schon mal geklappt. Der TNT-Boost klappt jetzt aus, keine Ahnung, was für einem Grund wieder. Wir probieren es jetzt noch einmal aus. Und jetzt bauen wir uns ein bisschen hier rüber und können dann hier wieder die Plattform aufbauen. Okay, wir müssen nur schauen, dass gleich wieder Gegner oben sind, weil sonst bringt es ja nichts zu springen. Oh, fuck, Alter. Flieg weg, mein Freund. So nicht.
Nein, 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 nein. Okay. Okay, okay, okay. So, bitte jetzt flieg hoch. Bitte klapp jetzt. Bitte. Ich hasse mein Leben. Leute, ich gebe nicht auf, Alter. Scheiß auf den letzten Versuch. Ich verstehe nur nicht, warum es nur alle zwei Male klappt. Also, warum wir nicht hochgeboostet werden, wenn wir es wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe ihn immer so aufgebaut. Und ich habe ihn gerade eben auch so aufgebaut und es klappt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, warum zur Hölle das Ganze hier explodiert? Das verstehe ich nämlich nicht. Oh, shit. Jetzt muss ich aufpassen. Ich kann ihn nicht hitten. Ich konnte ihn nicht hitten. Alter, war das knapp. Junge, Junge, Junge. Ich konnte... Jetzt ist er da. Er guckt runter, oder? Wir boosten uns jetzt schon mal hoch. Okay, komm. Jetzt sollte es klappen. Und? Schon wieder nicht. Ich hasse mein Leben. Ich höre auf! Mann, warum klappt das nicht, Leute? Falls ihr trotzdem Spaß hattet, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir weitere Tricks oder so für Skywars in die Kommentare. Die werde ich dann ausprobieren. Und ja, das war dieser Trick. War nicht so erfolgreich. Es lag aber am TNT-Boost. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, 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 ciao. Euer Beats.